Das kann ich dann eben mit der Gegengiftrolle, wie auch immer, gut abhalten. Wenn es dann wirklich so ist wie gedacht. Ja, das ist so wie gedacht. Allerdings hätte ich mehr erwartet. Mehr Gegner. Palastkeller Level 3. Naja. Wie gesagt, es ist zu einfach von der Positionierung der Wege. Ich könnte jetzt wahrscheinlich schon ganz unten im Keller drin sein. Sehr gut garantiert, kein Problem. Wenn ich mal in eine Richtung da dem folge. Und ich meine, nach unten, wenn man es jetzt genau nimmt, nach unten ist weniger Verteidigung da als nach oben. Dann würde ich nach unten gehen. Ich wäre innerhalb von einer minimalen Zeit wäre ich an der Stelle. Aber ich will natürlich auch eventuell noch ein Level aufsteigen oder ich weiß nicht, genug Erfahrung für ein halbes Level sammeln, je nachdem wie man das eben hinbekommt. Ah, Party! Hallo Jungs! Hallo! Oh. Das war ja jetzt echt eine schwache Leistung. Das war jetzt wirklich mal wieder enttäuschend von den Jungs. Ich sollte schon offen bleiben. Ah, okay. Interessant, hier gibt es einfach gar nichts. Na dann, gehen wir mal durch den oberen Durchgang. Ich lande trotzdem unten rechts in der Ecke. Und oben links ist der Ausgang. Als ob sich das... Naja, ich bin überladen. Schon wieder. Nee, ganz überladen bist du nicht. Da können wir noch ein bisschen was draufpacken. Da, Kettenhandschuhe. Jetzt kannst du sagen, du bist überladen. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal hier zum Bogen. Genau, jetzt bist du, naja, nicht überladen, aber... Guten Tag. Große Gegenstände sind nicht mehr drin. Hallo. Nee, uninteressant, uninteressant. Der Ring vielleicht. Schaden reduziert um 1. Naja. Schlüssel können wir wieder weg. Das sind 8 Stück. Wer braucht denn schon 8 Stück davon? Die Rollen können auch weg. So, das Geld weg und ein Ring in die Schatulle. Ja, Inventar wieder leer. Nö, Moment. Den Bogen wollte ich mir holen. Da liegt noch ein Langbogen. So, wenn jetzt hier... Oh, hier ist kein Durchgang. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Ein gelber Säbel, sehr interessant. Vielleicht ja was Neues für mich. Also wenn man für Fertigkeiten jetzt gesteuert werden, das sind ja Fertigkeiten, nicht Fähigkeiten. Ja, mal sehen. 2, 3 Bogenschützen, aber die sind auch sehr schnell tot. Okay. Gang nach oben. Jetzt, das ist doch mal interessant. Das gibt zumindest mal schön Feuer unterm Hintern. Und mein Trank wurde komplett aufgefressen von den Angriffen. Also hatte es doch schon mal einen Sinn. Okay, jetzt bin ich wieder in dem Raum, wo ich gerade eben war, den ich nicht ganz erkundet habe. Ah, ich sehe etwas Blaues, das
Könnte ein Durchgang sein. Wer weiß. Müsste man mal... Ja, will ich nicht hauen. Ich meine, das kann ich zwar verstehen. Aber... Das kann ich ihm eigentlich nicht durchgehen lassen. So, meine lieben Freunde des Bogenschießens. Legt euch bitte mit meiner Kollegin an, die klärt das dann gerne mit euch. Weil die hat wahrscheinlich eigentlich sogar mehr Schutz als meine Wenigkeit. Die hat fast schon mehr Schutz als ich. Ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ach Gott, du Weichei. Guck mal. Da kannst du noch was tragen. Hatte ich nicht vorhin noch 16 Stück davon? Jetzt habe ich nur noch... Bleibt ein Weilchen und hört zu. 3. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Langweilig. Das könnte ja... Man hat zwei Sockel, aber so wirklich was bringen wird mir das nicht. Okay, 3000. Ich könnte nochmal nach einem Reif für sie gucken, damit sie auch einen schönen guten Tag Helm hat. Da. Giftschaden. 50 Giftschaden. Das ist ja eigentlich einer für mich. Obwohl nur 27 Verteidigung. 21 Giftschaden. 50 Giftschaden. Alter Schwede. 44% verbesserte Verteidigung. Das wäre ich sogar bereit aufzugeben. Jetzt würde ich gerne noch mal gucken. Er hat ja nur schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Danke. 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 Okay, der Schaden erhöht sich. Danke. Danke. Und auch die Verteidigung erhöht sich auf fast 300. Das ist Wahnsinn. Mann. Das war jetzt kein absoluter Glücksgriff, aber... ja, kein absoluter Cleaver. Sehr interessant. Das würde bestimmt viel Schaden machen, wenn man es benutzt. Ein Messer an einem Stock. Wehtun wir es auf jeden Fall. Bastardschwert. Sehr interessant. Jetzt müssen wir es mal vergleichen mit einer Waffe... die ich besitze. Was hatte der denn? 4 bis 8 Feuerschaden. Da bräuchte ich dann wirklich mal einen der... Ja, einen gelben bräuchte ich da. Einen Bogen, der in der gelben Kategorie liegt. Ja, hier sieht man es ja vorher. Erhöhter Schaden, Angriff. Ja gut, das kann sie ja nicht nehmen. Erhöhter Schaden, Angriffswert. Ist ja langweilig. Ist ja auch ein schwacher Bogen eigentlich. Zweifach-Axt. Die kann man wahrscheinlich bestimmt... Also die kann man bestimmt einhändig tragen. Tja, so. Jetzt willst du mal einen Bogen haben und findest keinen. Langer Kampfbogen. Nö. Leider nicht. Jagdbogen? Nö. Langbogen ist viel zu schwach. Der ist... Den hat man von Anfang an praktisch zur Verfügung, wenn man einen Bogen kaufen will. Ein Jagdbogen? Nö.
Also es ist ja echt mit Bögen, da ist ja hier praktisch rein gar nichts los. Hier eine schwere Armbrust wäre eigentlich ganz cool, aber... Giftwiderstand plus 7, auch uninteressant. Ich meine, Widerstände hat sie ja schon. Jagdbogen. Nee, jetzt habe ich ja noch nicht mal mehr genug Geld für den Kram. Nee, Moment. Dafür hat sie jetzt entsprechend ihren Kopfschmuck. Jetzt könnte ich eigentlich nochmal gucken, ob die hier vielleicht... Ja, die hat gar nichts. Nicht schlecht. Aber die hat keinen einzigen Bogen. Das muss man sich mal überlegen. Die hat keinen Bogen zu verkaufen. Das heißt, ich kann meiner Mitstreiterin nicht mal einen Bogen kaufen bei der. Da, Feuer, Auge. Da haben wir doch einen Compound Bow. Kompositionsbogen. Den werde ich auf jeden Fall machen, bevor wir jetzt irgendwie ins Versteck gehen oder so. Denn den braucht sie, wenn sie da kämpfen will. Okay, da hinten wird nichts sein. Und selbst wenn da eine Kiste ist, übersehe ich die erstmal großzügig. Okay. Moment. Da hinten ist ein Durchgang. Wenn ich das richtig sehe, dieser Bogen. Da, wo ich mal kurz durchgeguckt hatte. Per Zufall. Portal. Okay. Das sieht komisch aus. Dann benutze ich es einfach nochmal. Dann kaufe ich mir gerade noch neue. Das ist ja jetzt nicht so. Da kann ich auch gerade nochmal. Guten Abend. Kram reparieren lassen. Guten Abend. So, kann ich verkaufen. Gesockelt einfach. Oh. Eine Frostnova zu zaubern. Erhöhte Schaden, Angriffswert, erhöhte Blitzschaden, abgesaugtes Leben pro Treffer, Giftwiderstand, Anforderung minus 20% ist eigentlich total irrelevant. Oh, jetzt habe ich natürlich hier gerade viele schwache Tränke drin gehabt. Na, die Schlüssel behalte ich mal. Da denke ich mal, was habe ich hier eigentlich? Nur schneller. Mal sehen, Schaden. Danke. Schaden ist gesunken. Einmal 5 bis 10. 3 bis 18. Ach so. Ah, der Danke. Minimalschaden ist auch gestiegen. Giftwiderstand erhöht. Ja, das ist alles in Ordnung. Ich habe nur gerade eben ein bisschen geguckt. Aber alles soweit. Super. Vrirat's Bein. Das muss ich unbedingt nochmal gucken, was das zu bedeuten hat. Wo ich diese Quest abschließen kann, damit ich das blöde Ding loswerde, damit es aus meiner Kiste rauskommt. Gut, dass da nur Gold drin war. Dann aktiviere ich mal das Portal. Man könnte sich hier drin echt verlaufen. Alter, da wird einem ja schlecht, wenn man da dran guckt länger. Gruselig. Stell dir mal vor, du bist mitten im Weltall und brauchst da deine Unterkunft. Teleportkreis. Ich lass den mal einen Moment aus und dann... Ich soll hier ein Tagebuch finden, okay? Na dann. Okay, das sind ja ganz viele Magier hier.